Herzlich willkommen bei meinem nächsten App-Review. Jetzt stelle ich euch das App Age of Curling vor. Das Spiel ist eigentlich sehr leicht erklärt. Ihr müsst halt Köln, keine Ahnung, ich glaube es heißt Köln, passend zu den Winterspielen momentan in Vancouver, wollte ich euch das mal vorstellen. Vielen Dank an die Entwickler. Ich gehe erstmal auf Custom Mode. So, nun könnt ihr hier oben wählen zwischen Custom, da spielt ihr gegen einen Computer, Full, da spielt ihr gegen euch selber, das ist halt dieselbe, eine kleinere Anzahl von Runden, und so kann man das einstellen. Ich kann das hier aber auch noch so selbst einstellen. Ich mache mal zwei Runden mit jeweils zwei Schlägen, nur um euch das mal kurz zu zeigen. Wo spielen wir? Wir spielen in diesem riesigen Stadion. So. Jetzt bekommt man hier immer so ein kleines Einspiel. Das ist ganz toll. Und nun wird euch erklärt, wie es geht. Hiermit kann man das Ding so ein bisschen lenken. Und hiermit haut man es halt nach vorne. Ich mache mal so ungefähr ziemlich gerade. Und jetzt kann man hier halt wischen, dass der Curling, ich weiß gar nicht, wie es halt heißt, das Curling-Ding da halt möglichst, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Den, gar nicht schlecht, nein, halt möglichst gut darauf liegt. Und jetzt kann mich der andere, ah Mist, jetzt habe ich Player vs. Player gemacht, das muss ich jetzt auch spielen. Ich hole da mal voll rein, jetzt kann mich der andere damit wegkicken, wenn er mich überhaupt trifft. Er hat mich nie mal getroffen. Naja, er hätte mich da wieder rauskicken können, jetzt habe ich die erste Runde gewonnen. Machen wir nochmal schnell die zweite. Hier kann man wieder wischen. Und das könnte gut werden. Naja, wieder etwas drüber. Und ich hau dann mal mit Gelb wieder voll rein. Dann könnte, was ist denn jetzt los? Ja, dann könnte ich nämlich die andere da rauskicken und dann da selber reinrutschen. Oder auch mit, aber Hauptsache ist die rote da nicht drin. Und das war ein sehr guter Schlag. Jetzt steht's 1:1. Und somit muss es noch eine Entscheidungsrunde geben. Jetzt fängt Gelb an. Kann man ja sehr gut sehen. Und so wird halt gecurlt und am Ende bekommt halt der Gewinner so eine kleine Trophäe. Ui, auch nicht schlecht. So. Ah, das war ein bisschen schräg. Ich glaube, damit habe ich jetzt verloren, weil das sehr doll war und ich ihn nicht treffe. Oder vielleicht doch, ja, ich treffe ihn. Und somit hat Rot gewonnen. Super. Und jetzt bekommt Rot so eine schöne kleine Medaille. Red wins. Continue. Age of Curling. Guckt da mal rein. Zu den Winterspielen in Vancouver. Age of Curling. Nochmal danke an die Entwickler. Schaut da wirklich mal rein, abonniert mich und bis zum nächsten Mal.